Das Pack, auf das viele Spieler gewartet haben, wurde offiziell angekündigt. In diesem Video möchte ich den Trailer des brandneuen Landhausleben-Erweiterungspacks für euch zusammenfassen. Viel Spaß beim Ansehen! Bevor wir aber mit der eigentlichen Trailer-Analyse starten, noch ganz schnell die wichtigsten Infos. Die neue Erweiterung steht ganz unter dem Thema des Landlebens mit den Sims. Es gibt viele neue Tiere wie Lamas, Vögel, Hasen, Hühner sowie Kühe und Füchse. Eure Sims können jetzt aber auch noch besser Felder beackern und in einer neuen Welt namens Henfraud und Bakely wohnen. Die Landhausleben-Erweiterung wird am 22. Juli für den PC, Mac und Konsolen für wie immer 40 € UVP erscheinen. Beginnen wir jetzt aber mit dem Trailer, der mit dieser Szene beginnt. Die Objekte sind hier alle aus dem Basisspiel, nicht so aber dieser neue Baumstamm. Der Sim interagiert mit vielen kleinen Vögeln, welche wohl auch zu den neuen Tieren dazuzählen. Der Flatscher ging allerdings auf den Kopf. So können wir uns jetzt aber auch über neue Hasen freuen, welche sogar in einem kleinen Kostüm herumlaufen, wie niedlich. Der eben erwähnte Baumstamm dient als Nistplatz für die kleinen bunten Vögel. Der Hase kann sich ebenfalls in diesem kleinen Baumstumpf hier verschanzen. Auch bekommen wir einen Eindruck von der neuen Region, welche wie zu erwarten sehr ländlich angehaucht ist. Schaut euch diese genialen Lichter und den kleinen Turm im Hintergrund an. Ebenfalls neu ist wohl der neue Baustil, der extrem interessant aussieht. So hohe Strohdächer konnten wir bisher im Spiel noch nicht umsetzen, einfach klasse. Achtet auch auf die Dachdeko. Wir erhalten wohl ebenfalls wieder Regionen, in denen man sehr gut schwimmen kann. Ganz schön idyllisch mit dem hohen Wasserfall im Hintergrund. Die alte Frau Knautschgesicht, die wir schon aus The Sims 1 und 2 kennen, kehrt ebenfalls wieder zurück ins Spiel, die genauso grummelig ist, wie wir sie alle in Erinnerung haben. Ebenfalls cool das Fenster im Hintergrund und der Markt, der laut der Produktbeschreibung Finchwick heißt und jede Woche stattfindet. Hier schaut einmal in der Woche die Bürgermeisterin vorbei, die die selbstproduzierten Waren wie Kuchen und Gemüse testet. Jetzt wissen wir ebenfalls, dass die alte Dame auch ihre Tasche zum Zuschlagen dabei hat. Hoffentlich werden wir unseren Sims hierbei vielleicht sogar selber Taschen zuweisen können, wer weiß. Für alle Baumodus-Fanatiker eine gute Neuigkeit, die Spitzenbedeckung für die neuen Strohdächer können separat vom Dach platziert werden und auch das Seetool findet endlich wieder zurück ins Spiel. Zu den Sims-Kindern gibt es ebenfalls etwas Interessantes zu sagen. Diese können ab sofort in der Küche und im Garten helfen, sowie den Umgang mit Pflanzen beigebracht bekommen. Gerade für Spieler, die viel im Live-Modus unterwegs sind und mit den Kindern spielen, ist diese Option bestimmt klasse. Dieser Sim möchte eigene Kürbisse anbauen, von denen man jetzt ebenfalls riesige Varianten züchten und diese auf dem Markt ausstellen kann. Weiter können die Sims jetzt Wassermelonen, Auberginen, Pilze und Salatköpfe anbauen oder beim Lebensmittellieferanten zuschlagen. Die Lamas sind ja mal eine coole Ergänzung, dessen Fellfarbe und auch Accessoires geändert werden können. Auch können wir in der nächsten Szene die Hühner bewundern, von dem eines sogar einen kleinen Zylinder auf dem Kopf hat. Und eine weitere Aktivität schafft es mit dieser Erweiterung ins Spiel, das Sticken. Die Sims müssen jetzt besonders wachsam sein, da Füchse gerne die Eier der Hühner klauen. Natürlich können die Kühe auch gemolken werden, mit ein wenig Übung können eure Sims auch den Geschmack der neuen Kuhmilch verändern. Picknicke scheinen jetzt ebenfalls möglich zu sein, so wie es in der Produktbeschreibung klingt. Wie immer gibt es neue Gerichte, die zubereitet werden können. Es ist ebenfalls möglich, neuen Kakao zu ernten und eine Grundstücksherausforderung einzugehen, mit der das Kochen günstiger, allerdings nur mit den Zutaten aus dem Inventar deiner Sims möglich ist. In dieser Szene kann man das neue Wettzüchten im Dorf sehen, was für mich persönlich wirklich interessant aussieht und durch das längere Züchten vielleicht öfters einmal wiederholt werden kann. Ihr solltet euch aber bestimmt nicht mit den Hühnern anlegen. Am Ende sehen wir nochmal, wie der Hase zurück in sein Zuhause flüchtet und eine extrem weitläufige Sicht der neuen Welt. Für alle, die sich das Pack bis zum 22. September holen wollen, gibt es anscheinend ebenfalls 3 exklusive Objekte. Den eifrigen Gartenzwerg, das fahrradmalerische Tour sowie den Bramblewood-Leuchtbaum, die man auch nochmal in diesem Screenshot sehen kann. Auch auf Instant Gaming ist das neue Pack schon zu finden, schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr auf dieses Pack und viele weitere ordentlich sparen wollt. Was denkt ihr über die neue Erweiterung und den Trailer? Seid ihr auch schon so gespannt auf weitere Infos wie ich? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.